Guten Tag, Leute. Hier spricht wieder euer Peter Gimsolon. Heute geht's gegen Hamburg noch. Alles irgendwie cool, dass in der zweiten, dass dies hier Hamburg in die Bundesliga kommen ist. Leute, es ist nicht schlecht, Leute, muss man schon sagen. Ist cool gemacht, dass aber mal gucken, Mama, ne? Und jetzt schauen wir mal, was man mit. Die letzten Spiele zur Winterpause, Leute, sind jetzt nämlich viel. Okay, erster Fehler. So, zusammen mal gucken, wie die Saison so, die restlichen Saison noch so überlaufen und dann schauen wir einfach mal. Ja, so werden wir es sehen. Jetzt schauen wir mal, was heute gegen Hamburg. So, wir werden aber heute wieder ein bisschen Teamspiel. Wir werden über Mika De Ligt kriegt heute eine Pause. De Ligt kriegt. Dann würde ich sagen, Kehrer für De Ligt. Hoffmann für Müller. Ich glaube, heute bleiben all. Heute bl und Leim. Und ich würde sagen, Leimer für Karawinkel und Leimer für Palinga. Und dann der Rest soll, würde ich sagen, so lassen wir es. Trikot passt, weiß und schwarz, optimal. Und jetzt gucken wir mal, wie die Saison weitergeht beim FC Bayern. Da bin ich mal gespannt. Die Saison ist bald zu. Das Hinspiel oder die Hinrunde ist ja fast. Die Hinrunde ist ja fast, Leute. Für Hamburg geht es heute um vieles, Leute. Für Hamburg geht es ja heute um dran zu bleiben. Ah, Mist, es war nicht so gut. Ja, nicht aufregen, weiterspielen, Leute. Einfach weiterspielen. Einfach weiterspielen, ja. Ah, für Hamburg geht es ja heute. Für Hamburg geht es ja heute um vieles, Leute. Die kämpfen um den Abstieg zurzeit, ne? Hamburg kämpft ja heute um den die kämpfen ja um den Abstieg, Leute. Das sind 15. Ich finde Schnee mit so Wetter ist halt, ich finde es sau ekel. Das ist ein ekliges Wetter, Leute. Oh Mann, ich hätte einfach auf Musiala schießen sollen. Ich hätte einfach Ding spielen sollen, glaube ich. Ich hätte einfach. Ja, Hamburg muss gut spielen, Leute. Für Hamburg geht es ja um den Abstiegskampf und für Bayern heißt es, weiter oben dran zu bleiben. Für Hamburg geht es um den Abstiegskampf und für uns in der Liga weiter in der ersten Hälfte der Liga zu bleiben. Nein. Das ist so unser Ziel, Leute, diese Saison.
Das ist so unser Ziel, weiter oben dran zu bleiben, ja, so halt so lang wie möglich oben mitzuspielen, wie gesagt, Leute, die Saison. Das ist so unser Ziel diese Saison. So lang in allen Wettbewerben mitzuspielen, wie es möglich ist. So lang wie möglich in allen Wettbewerben mitspielen, neu. Das ist so unser Ziel. Mal gucken, ob wir es schaffen mit dieser Mannschaft, Leute. Ob wir es schaffen mit der Mannschaft, die. Mit der Mannschaft so lang wie möglich in der oberen Linie. Und ja, die Saison, ob sie Meister. Mal schauen mal, was wird, wie es um die wie titelmäßig gibt. Das ist halt jetzt die große Frage mit dem Titel. Boah, da haben wir die Mitte zu frei gemacht, Leute. Du war mal zu frei in der Mitte, kurze Zeit. Kurze Zeit in der Mitte. Ja, du war mal genau da. Es geht eigentlich. Ja, mir in die Mitte. Da waren zwei Leute gestanden, aber die waren nicht so optimal gestanden, wie man stehen musste, Leute. Ah, Mann, das war nicht die gute Idee. Ah, Hamburg spielt gut mit heute. Alter, nee, einfach durchgelaufen, Leute. Und so Bälle muss man dann einfach nutzen, Leute. So Chancen muss man nutzen. So Chancen muss man einfach nutzen dann. Dass die dann reingehen. Hat man ist Glück, aber wenn man sie nicht versucht, Leute, dann schafft man die echt nicht, Leute. Wenn man so Bälle nicht mitmacht, dann wird's eh nichts, Leute. Oh, ich meine, also ich wollte durch, aber der Ball ist nicht durchkommen, Leute, leider. Okay, gute Idee, gute Schusstest, das funktioniert.
Und er hat es gleiche Ecke nochmal versucht, glaube ich. Ah, Abseits. Idee war gut, Leute. Aber leider doppelt Abseits, Leute. Ah, schnell spiele, aber leider ist dann zu schnell in den Abseits reingelogen. Okay. Aber wir wollten es riskieren, wenn es funktioniert hätte, wenn es aber Schiedsrichter hat es gesehen, dann. Schiedsrichter hat es gesehen, Leute. Und wenn man nicht halt das Problem, wenn er es halt gesehen hat, ist halt so das Ding. Ruhig weiterspielen, meine Herren. Es geht weiter um 1 zu. Ja, wir warten noch ein bisschen nur mit Wechsel. Ah, schade, die Idee war halt in der Mitte gut. Wow. Gut gespielt von Hamburg, ja, gut gemacht. Aber es läuft bei mir. So, nee, 3-0, 3-1. Ah, so Spiele müssen gewonnen werden, Leute. So Spiele müssen gewonnen werden. Das ist so um die. Ja. Aber wir haben, na, in der, was man in der, ob mal irgendwas passieren wird in der Pause, in der Winterpause mit. Mit Transfer werden wir sehen, Leute. Werden wir sehen, was passiert. Ob was passieren wird oder ob einer wechselt oder geht. Okay, das war. Oh Mann, es war so dämlich, Leute. Die Ballszene war so dämlich von uns, Leute. Die war so dämlich, Leute. Dieses zweite Tor war so dämlich von uns, Leute. Wow. Oh Mann, der ist aber jetzt gut auf der Seite. Ein bisschen
Okay, da auf der Position, auf dieser Seite müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen, Leute. Da müssen wir ein bisschen aufpassen, Leute. Oh Mann, Kane hat, wäre fast rangekommen. Oh, ich geh mal ein bisschen auf ausgeglichen, mal wieder ein bisschen. Okay, wir machen zu viele Aufbaufehler jetzt sozusagen. Ja, wir machen zu viele Fehler im Aufbauspiel, Leute. So, Leute, jetzt würde ich aber sagen, wechseln wir ein bisschen mal aus. Kingsley kommt für Gnabry, für ihn, Kavinga für ihn, und dann mal, haben wir jetzt ein bisschen gewechselt, ein bisschen die Defensive ein bisschen gewechselt. Noch mal ein bisschen die Defensive noch ein bisschen zu ruhig bringen, Leute. Ja, ein bisschen Ruhe ins Spiel bringen, noch ein bisschen. Und dann haben wir ja noch, ich glaube. Ja, die Mitte war zu viel mit. Ah, schade für Kane. Er kam, war da, aber er konnte den Ball irgendwie nicht ne nehmen. Okay, die Mitte machen die halt gut zu Hamburg. Mann. Okay. Zweimal hat Musiala den Ball nicht optimal mitgenommen. Zweimal hat
Und wie da mitten bei Musiala, wie dann keine. Oh, warum? Manchmal funktionieren gehen die Pässe gar nicht um. Nein, Alter, ich guck mal, Alter, kurz mal, Alter. Junge, kannst du nicht vorstellen. Oh. Kannst du nicht vorstellen, kurz. Mann, Mann. Alter, um die Mitte. Ah, das ist. Oh, alles kannst du nicht, Mann. Junge, boah, alle, Mann, das ist schon wieder. Die letzten zwei Gegentore, die wären vermeidbar gewesen, Leute. Die beiden Gegentore wären vermeidbar gewesen. Die letzten zwei Tore von Hamburg wären vermeidbar gewesen. So hart muss man sagen, die wären vermeidbar gewesen. Die wären vermeidbar geworden. Wie gesagt, sie wären vermeidbar gewesen. Oh. Wie gesagt, sie wären vermeidbar gewesen. Leider nur. Genau, wir müssen. Ah. Zwei Gegentore, die vermeidbar waren, Leute. Wir müssen nicht auf uns kon wir müssen auf uns konzentrieren, leider. Ach, das Spiel war halt bitter, Leute, dass wir es halt nicht durchgekriegt haben. Aber so ist es halt, wir müssen einfach unser Spiel machen. So ist halt Fußball. Wenn man halt zwei Fehler macht, zwei Fehler hat, zwei Tore kassiert Das durch war's auch schon. Vielen Dank. individuelle Fehler, dann ist klar, dass man halt dann die Spiele nicht gewinnt, Leute. Das ist halt dann das Problem, Leute, wenn man. Das ist halt dann das Problem, Leute. Das ist halt das Problem, was man dann hat, Leute. So, Leute, aber ich würde sagen, gegen Wolfsburg spielen wir erst beim nächsten Mal. Somit sagt euer Peter Gaming, tschüss, bis dann und Peachy, bis dann.